Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag. AprilWin ist hier wieder am Start und zwar mit der Bubble Shooter. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir gehen direkt mal auf Puzzle drauf. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel, das muss ich wirklich mal sagen. So, Select World. Irgendwo, ich hatte doch eigentlich hier schon irgendwo mal gespielt. Oder was? Wieso ist denn das nicht gespeichert? Doch, hier unten ist es gespeichert. Irgendwas mit. Nee, doch nicht. Bin ich überfordert. Ich habe da das schon mal gezockt. Gut, egal. Fangen wir halt noch mal ganz von vorne an. Ganz simples Spiel. Man muss, ist ja nicht gerade schwer zu sehen, ein wenig die Farben ordnen. Ah, nee, das war nicht gelb, verdammt. Die Farben ordnen. Und alles, was drei oder mehr gleiche Farben sind, dann ploppt das Ganze hier durch die Gegend, wie man hier das so schön sieht. So, dann nehmen wir hier gleich das Lila noch weg. Und hier drüben docken wir bei Blau an, hier docken wir bei Grün an. Das geht hier, glaube ich, auch noch nicht ganz nach Zeit. Ich glaube, das kommt erst noch im Nachhinein. Also dann ärgere ich aber auch. Na gut, dann können wir es auch so verbinden. Ganz lustige Musik ist dabei. Ein sehr geiles Spiel, weil das Spielkonzept eigentlich auch wirklich sehr logisch vonstatten geht. Das gab es ja nicht nur einmal bisher, das gab es ja schon ein paar Mal öfters. So, wie ihr seht, kommen jetzt die Kugeln so ganz langsam runter. Und dann haben wir es auch geschafft. Und sobald ich dann alle Kugeln abgeschossen habe, geht der Spaß von neuem los. Ich hätte ein bisschen weniger Kugeln anscheinend verbrauchen müssen. Dann hätte ich auch mehr Punkte bekommen. So, jetzt muss ich erstmal hier mir den Kopf machen, wo wir hier am besten stapeln. Dann nehmen wir gleich die hier. Das ist ganz toll. Das auch. Genau. Hier oben haben wir dann schon einen kleinen Schwierigkeitsgrad eingebaut. Wie man sieht, kann man hier nicht alle Kugeln so abschießen, wie man möchte, weil da so ein kleiner Stein ist, den man mit explodieren lassen muss. Jawohl. Und du hättest auch mitfallen können. Ja, schade jetzt hier. So, da haben wir das auch schon geschafft. Nächstes Level, wieder nur einen lächerlichen Stern. Grün. Blau. Ah, das war ärgerlich hier. So doof bist du ja nicht zweimal. Macht man es ganz einfach so. Und schießt einfach über Kreuz. Und jetzt müsste ich doch mal drei Sterne geholt haben. Man kann hier schöne Kombo-Tricks anwenden. Drei Sterne geholt. Und wenn man das natürlich immer so durchdenkt, wie beim ersten Mal auch. Ach shit, hier oben gibt es auch so eine Luftblasen. Dann kommt man natürlich auch weiter. So. Das ist doof, hier komme ich überhaupt nicht weiter. Ideal, aber auch wiederum nicht. Bisschen blöde. Tja, wir zocken uns hier einfach nur so voran. Musik ist ganz unterhaltsam, das muss man ja mal sagen. Das Spielprinzip erklärt sich ja nur wirklich von selbst. Das muss man hier nur wirklich keinem erzählen, was man hier so großartig beachten muss. Muss halt ein bisschen gucken, wie die Farben kommen. Und wenn du das ganz gut machst und dich nicht so blöd anstellst wie ich gerade, dann ist die Sache eigentlich relativ einfach. Siehst du? Siehst du? Schon wieder verkackt. Das ist aber ärgerlich hier. So, jetzt haben wir es aber doch geschafft. Kommt doch nochmal eine rote ins Spiel. Und hier drüben auch nochmal eine blaue, also Türkisfarben und nochmal eine rote und nochmal eine. Jetzt eine grüne. Da haben wir es jetzt aber auch doch gerockt. Es gibt wieder nur einen Stern, das weiß ich jetzt schon. Ja, ist ja gut. Alles wird gut. So, und eigentlich ist es immer interessant, welche Kugel den Anfang macht. Oh. Die zum Beispiel machen es nicht. Warum habe ich denn das jetzt geschafft? Ich wollte doch hier rüber. So hatte ich mir das doch wieder. So, dann schießen wir uns hier einfach durch und haben uns selbst verbaut. So war das eigentlich gar nicht geplant. Shit. Aber shit happens. Ja, und so haben wir dann einfach mal das Blatt rucki-zucki gewendet und schießen hier drüben nochmal hin, da nochmal, kriegen dann eine rote. Und jetzt möchte ich wenigstens zwei Sterne haben. Das hat sich ja nun doch ein bisschen gelohnt. Okay, das Spiel sieht das etwas anders. Ja, und wenn ihr das einfach auch mal probieren wollt, dann ladet euch einfach mal die App kostenlos aus dem Play Store herunter. Den Link packe ich euch wie gewohnt natürlich in die Beschreibung. Knifflig ein bisschen hier, wa?
Oh, was will ich denn hier mit diesen Farben? Die bringen mir doch alle nichts. So, dann shooten wir uns gleich nach oben hindurch. Genau so sieht das aus hier. Grün brauche ich auf dieser Seite überhaupt gar nicht. Ich bräuchte mal eine andere Farbe. Kein Blau, kein Türkis. Naja, Gelb ist meine Maßnahme. So, und so haben wir es dann auch schon wieder geschafft, uns nach vorne durchzuarbeiten. Und das auch, und das auch, und, ach nee, noch einer. Jetzt haben wir es dann wieder gerockt. Ja, das ist wirklich ein sehr Nessel. Verschissel ist Nessel, mein Nessel. Ein sehr nettes Puzzlespiel. Und kann man natürlich auch noch verschiedene Modi probieren, wie Arcade. Und das muss aber jeder selber für sich probieren. Und seinen Spaß hinausfinden, herausfinden, drausfinden, wie auch immer. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten App Review. Und dann mal gucken, was noch so Schönes wieder zum Zocken auf dem Android Market gibt. Wieder schöne neue Sachen dabei. Na, kriegen wir das so hin? Ja, süß. Ah, shit, einmal verbasselt. Wie soll ich denn das machen mit dem Blau? Ja, ist auch nicht schlecht. Machen wir den so rüber und den machen wir dahin. Einmal lautes Denken für alle. Man kann hier natürlich auch nicht nur drauf tippen, man kann hier auch einfach halten und somit könnt ihr die Richtung bestimmen. Könnt auch den Finger nach oben packen, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen dabei vielleicht. So, nun machen wir hier doch das letzte Ding durch hier. Haben es geschafft. Okay, wir haben es nicht geschafft, einmal verkackt dabei, aber jetzt haben wir es geschafft mit einem lächerlichen Stern wieder. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser App und wie gesagt, kostenlos im Play Store erhältlich. Ach Mensch, na klar habe ich das. Nee, hab ich doch nicht. Also es gibt wahnsinnig viele Level, wie man hier mal so sieht. Ja, das ist ja enorm. Steht doch nicht die Anzahl dahinter. Wahrscheinlich erst, wenn du sie alle durchgespielt hast. Guck mal, wie du hier scrollen kannst. 297, da stand es doch. Hier, 297 Level. 9 Stück haben wir davon gespielt. Aber ich habe doch das schon mal gespielt. Oder war das auf einem anderen Gerät? Ich bin mir auch bald nicht mehr sicher. Naja gut, 4 Welten gibt's. Und ja, und jede Menge zum Zocken. Wahrscheinlich auch pro Welt nochmal 180, wenn ich das richtig sehe. Probiert es einfach selber aus. Wir sehen uns bei der nächsten App Review. Bis dahin, ciao, ciao.